Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen in der Hansestadt Hamburg. Wir fahren heute die S-Bahn, Baureihe 474, auf der S1. So, Zug aufrüsten. Die Fahrdienstleitung an 37206, bitte kommen. 37206 hört. Bist du da? Jawohl. Dann kann's ja losgehen. Schöner Arbeitsplatz, oder? Dazu sage ich am besten mal nichts. Na, sei froh, dass du nicht stehen musst wie früher. Also erstmal durch den Tunnel bis Altena und danach weiter nach Wedel. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Fahrtrichtungswechsel in Blankenese. Naja, ein ganz gewöhnlicher Fahrtrichtungswechsel nehme ich mal an, oder? Dann schau mal in den Fahrplan. Du hast für den Wechsel des Führerstands ganze 60 Sekunden Zeit. Ach du... Normalerweise machen wir das dann mit Ablösung. Aber da wir ein Fitnessprogramm für Triebfahrzeugführer aufgeprobt bekommen haben, ist im Moment Sprinten angesagt. Die Kollegen empfehlen auch nicht, durch den Zug auf die andere Seite zu laufen, sondern über den Bahnsteig zu rennen. Dafür hast du aber heute Abend 2 Kilo weniger. Dann gute Fahrt. Fitnessprogramm, ich glaub's ja nicht. Ja, wir stehen hier gerade im Hamburger Hauptbahnhof und wir haben es gerade schon gehört. Wir haben ein Fitnessprogramm aufgebrummt bekommen. Mal schauen, wie sich das auf unseren Körper auswirken wird. Hoffentlich positiv. Auf die Fahrzeit allemal. Mal schauen. So, wir sind jetzt soweit eigentlich auch abfahrtbereit und können dann gleich loslegen. PZB, obere Zugart. Und ja, viel mehr haben wir hier nicht einzustellen. Ein ganz gewöhnlicher Führerstand einer S-Bahn. Hier dann die verschiedenen Beschallungsmöglichkeiten. Lüften, Frischluft, Heizen vom Führerstand. Wilde Zeiten. Ja, ziemlich lang unser roter Wurm. Die Türen sind auch schon zu und wir können abfahren. Natürlich sollten wir im Idealfall die Bremsen zuerst lösen. Einmal kurz befreit. Mit 50 Stundenkilometern geht's aus dem Bahnhof raus. Hier drüben eine Intercity, aber lange werden wir ihn nicht sehen, denn wir tauchen gleich wieder ab. Nächste Haltestelle, Jungfernstieg. Übergang zur U1, 2 und U4 zum Rathaus und zur Alster Touristik. Next Station, Jungfernstieg. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg links. Ja, wir haben natürlich auch ein Ansagenpaket dabei, wo wir dann jeweils den nächsten Bahnsteig genannt bekommen. Beziehungsweise im nächsten Bahnhof.
Und einmal Halt. Am Gleis 1. Türen öffnen. Ja, einmal Hamburg von oben. Hier vorne hätten wir dann den Hauptbahnhof, wie wir ihn kennen. Rechts und links zwei schöne Türmchen. Ja, wir haben aber natürlich nicht unendlich Zeit. Wir müssen die Bremse schon wieder lösen. Und weiter geht's. Ja, wir sind hier straff eingetaktet. Nächste Haltestelle, Stadthausbrücke. Ausstieg links. Ja, also die Ansagen gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Wirklich wunderbar gemacht. Schön lange Bahnsteige. Das passt auch wunderbar. So, einmal anhalten. Wieder schleunigst die Türen öffnen. Ah, hier scheint es etwas leerer zu sein. Stadthausbrücke. Die S1 und die S11 sowie die S3 halten hier planmäßig an. Weiter geht's, Türen sind geschlossen. Ja, im S-Bahn-Dienst sollte man besonders darauf achten, den Fahrplan einzuhalten. Denn da sind Verspätungen nur ungern gesehen. Fahrten im Blockabstand sind hier eine Tagesregel. Die Aussicht ist zwar nicht unbedingt die schönste. Nächste Haltestelle, Landungsbrücken. Übergang zur U3 und zu den Hafenfähren. Next Station, Landungsbrücken. Please exit here for Harbor Boat Trip. Ausstieg links. Aber dafür haben wir einen relativ, naja, eintönigen Job. Anhalten und anfahren. Aber auch hier ist natürlich wieder höchste Konzentration gefordert. Besonders dann, wenn es zu betrieblich, naja, eher brenzligen Situationen kommt. Ja, die S-Bahn ist eine wunderschöne Möglichkeit, in Großstädten von einem Punkt zum anderen zu kommen, um die Städte mit einer relativ hohen Geschwindigkeit zu durchqueren. Eines der Erfolgsprinzipien sämtlicher S-Bahnen. Und dann natürlich Fahrten im Minutentakt. Landungsbrücken.
Im passenden Stil natürlich hier die Säulen. Schön mit dem Anker. So, Türen sind geschlossen. Weiterfahrt. Huch, falsch rum. Ja, zu sagen ist, dass wir hier im Transmonator die Zugbremse in invertierter Form haben. Mit anderen Worten, die Bremse ist gelöst, wenn der Führerbremshebel nach hinten gezogen ist und nach vorne gedrückt heißt es Bremse anziehen. Also genau andersrum als wie bei der normalen Bahn. Also bei der, ja, bei den Nicht-S-Bahnen. Also eines der wenigen Fahrzeuge, wo man... Nächste Haltestelle, Reeperbahn. Ausstieg links. Das Bremsventil in andere Richtung eingebaut hat. So, die nächste Haltestelle kennen wohl die meisten. Auch die Nicht-Hamburger. Ja, die allseits bekannte Reeperbahn. Türen geöffnet. Hier natürlich nochmal eine Informationstafel. Vom HVV, dem Hamburger Verkehrsverband, Schnellbahn und Regionalverkehr. Hier nochmal das ganze Netz aufgezeichnet, der Linienplan. Ja, die Zugzielanzeigen sind hier ein wenig in der Betondecke verschwunden. Und ja, mit dem Signal ist Ähnliches passiert. Nun gut, weiter soll's gehen. Ja, Vorteil dieser S-Bahn ist, dass sich die Hauptluftbehälter ziemlich schnell entleeren. Nächste Haltestelle, Königstraße. Ausstieg links. Ja, also für S-Bahn-Liebhaber ist die Strecke natürlich 1A geeignet. Ich persönlich fahre lieber oben am Tageslicht. Aber das muss jeder dann für sich individuell entscheiden. Je nachdem, was ihm lieber ist. Ja, PZB-Beeinflussung am Fließband. So, und allmählich habe ich das Gefühl, wird es heller im Schacht. Und dort hinten, würde ich meinen, erblickt man schon so langsam das Tageslicht.
Vielleicht wurden da vorne auch nur einige Lampen montiert. Aber ich würde mich sehr über das Tageslicht freuen. So, weiter geht's. Der Kollege. Ja, hauptsächlich haben wir hier die Baureihe 474 zu sehen bekommen. Ja, das war eine Täuschung. Doch kein Tageslicht. Man hat scheinbar nur hellere Texturen verwendet. Im Gegenteil, es wird noch dunkler. Nächste Haltestelle, Altona. Übergang zur S3, S31 sowie zum Regional- und Fernverkehr. Dieser Zug fährt weiter bis Wedel. Ausstieg links. Ja, Bahnhof Hamburg-Altona. Zielpunkt oder Zielbahnhof vieler Fernreisezüge. Richtig voll hier. So, Altona, Ausgang. Die SOS und Informationstafeln sind natürlich auch mit implementiert. Willkommen in München, oha. Ich wusste gar nicht, dass wir hier in München sind. Ist aber ein kurzer Weg. Also starke Leistung. Ich wusste gar nicht, dass man die S-Bahn-Strecke bis nach München gebaut hat. So, hier oben fährt schon einer der Fernzüge ab. Aber wir sollten nicht trödeln, sondern lieber fahren. Denn auch hier in Hamburg-Altona haben wir nicht länger anzuhalten, als wie geplant. Und der nächste Intercity steht schon wieder. Weiter geht's. Nächste Haltestelle, Bahrenfeld. So. Nochmal von draußen betrachtet. Wunderbarer Himmel im Hintergrund. Und damit freie Fahrt. Höchstgeschwindigkeit 70 Stundenkilometer.
So, dort vorne haben wir freie Fahrt. Da wir hier aber die Vorsignaltafel gesehen haben, haben wir auf mindestens 40 Stundenkilometer hinunter zu bremsen. So, freie Fahrt ist dort vorne angezeigt. Dann dürfen wir auch schneller weiterfahren. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Stellung des Signals einwandfrei erkennen können, wird maximal mit 40 gefahren. Noch nebenbei hier mal ein paar Einblicke in die Hamburger Stadt. Also wollte eigentlich sagen Innenstadt, aber ob das jetzt hier genau Innenstadt ist, kann ich nicht genau definieren. Auch wenn ich selbst schon mehrmals in Hamburg war. So, 50. Ja, also ich muss schon sagen, es ist bisher eine anspruchsvolle Fahrt. Zumindest für den Fahrer. Also Respekt an die S-Bahn-Triebfahrzeugführer, die das tagtäglich hier machen. Auch eine Gebäudeform, die man nicht jeden Tag sieht. Es sei denn, man wohnt in einem solchen Gebäude oder wohnt unmittelbar gegenüber. Ja, die Bremse war jetzt irgendwie leicht stark angezogen. Auf der rechten Seite lagen hier wahrscheinlich schon neue Betonkabelschächte. Nächste Haltestelle, Othmarschen. Ausstieg links. Und noch einmal abbremsen. Ja, wir haben noch einige Bahnhöfe vor uns. Oh, hier tagtäglich die S-Bahn vor seiner Nase langfahren zu haben. Muss doch bestimmt auch nicht angenehm sein. Also wohnen möchte ich hier nicht unbedingt. Vielleicht gewöhnt man sich dran, aber ich denke mal, ich persönlich könnte hier nicht wohnen. Ja, die geläufigsten Bahnbezeichnungen oder Bahnhofsbezeichnungen sind es nicht unbedingt. Aber für den Hamburger Raum doch relativ typisch.
die S1 nach Wedel. Ja, die Türen sind schon zugegangen. Ich selbst hab's nicht gehört. Hauptsache, sie sind geschlossen. Ich spare jetzt mir mal an der Stelle, jedes Mal aus dem Führerstand hinauszuschauen. So, die Formsignale begegnen uns auch mal wieder. Nächste Haltestelle, Kleinflottbek, Botanischer Garten. Ausstieg links. Und da ist schon das erste Flügelsignal. Na, wir fahren mit ziemlich hoher Geschwindigkeit in den Bahnhof ein. Das ist mir doch ein bisschen nah am Gleis. Oha. So, hier nochmal der gesamte Fahrtverlauf der S1-Linie. Angefangen in Wedel, mit Ende in Poppenbüttel, sowie Hamburg Airport. Und hier hinten haben wir sogar einen Service Store von der Deutschen Bahn. Übergangsmöglichkeit zum Bus. So, wir sind schon wieder schön flott unterwegs. Nächste Haltestelle, Hochkamp. Ausstieg links. Ja, ein Bahnhof, der in der Kurve gelegen ist. Und in Kurvenbahnhöfe fahre ich nicht mit ganz so hoher Geschwindigkeit ein. Da handle ich mir dann doch lieber mal ein wenig mehr Verspätung ein, als wie dass ich durchbrause. So, dort vorne ist wieder freie Fahrt vorgelegt und ja, es wird knapp mit dem Bahnsteig. Aber das hat zum Glück
gerade noch so geklappt. Hochkampf. Kurzzugende. Auch nochmal schön angeschrieben, wo der Zug ungefähr hält. So, bei 40 ist Schluss. Die PZB begrenzt die Geschwindigkeit. Die Fahrgastleitung an 37 206, bitte kommen. 37 206 hört. Mach dich schon mal bereit für den Fahrtrichtungswechsel in Blankenese. Wie gesagt, du hast nur eine Minute. Dafür bekommst du aber im aktuellen Fitnessprogramm ganze 5 Punkte gutgeschrieben. Wunderbar, ich wärme mich schon mal mental auf. So, eine LF-Tafel. Ja, die 60 können wir leider nicht ausfahren. Nächste Haltestelle, Blankenese. Ausstieg links. Ja, wir schleichen jetzt hier die ganze Zeit mit 40 über die Strecke. Begründung dafür ein Halt erwartendes oder ein Halt, ja, ein haltzeigendes Signal, nee, hat sich gerade umgestellt. So, 60. Und rechts im Gleis hier nochmal die Stromschiene. Da haben wir die Bremse etwas zu stark angezogen. Hier vorne haben wir jetzt gleich den Fahrtrichtungswechsel. Da müssen wir uns dann wirklich sputen. Einfahrt und Ausfahrt mit 30 Stundenkilometern. So, Gleissperrsignal. So,
Jetzt eilen wir uns. Aussteigen. Schnell aufs andere Ende des Zuges. Oder ans andere Ende des Zuges begeben. Und wir machen es, wie uns es der Fahrdienstleiter empfohlen hat. Wir gehen außen rum. So, einsteigen. Ja, Bremse kann gelöst werden. Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. Und PZB einschalten. Obere Zugart. Ja, und wir sind abfahrbereit. Ja, und weiter geht's schon. Ja, ich würde mal sagen, es war eine der schnellsten Fahrtrichtungswende. Ja, genau. Fahrtrichtungswendungen, die wir unternommen haben. Ich war jetzt nur ganz kurz irritiert vom Piepen der PZB. Noch schnell das Spitzenlicht eingeschaltet. Und dann sollten die Fahrgäste stolz auf uns sein. Hier die Fahrdienstleitung an 37206, bitte kommen. 37206, hört. Mann, du klingst ja abgehetzt. Ist doch gar nicht schlecht, ein bisschen Sport. Das Fitnessprogramm geht noch 2 Wochen. Und dann gibt es noch nach Weihnachten 1 für 4 Wochen. Und nach Weihnachten ist das sicher auch nötig. Übrigens gibt es keine große Pause in Wedel. Wenn du pünktlich bist, kannst du 20 Minuten verschnaufen. Und dann geht es zurück. Ja, ganz toll. Ganz toll. Bis dann. Ja, wir sind ein wenig abgehetzt. Aber wir meistern doch weiterhin die Fahrt. Und wir können mittlerweile mit 80 Stundenkilometern weiterfahren. Die PZB erlaubt mal wieder nur 40. Aber das sind wir ja mittlerweile gewöhnt. Wir befreien uns und dürfen mit 80 weiterfahren. Nächste Haltestelle, Isarbrook. Ausstieg rechts. So. War ziemlich knapp. Ziemlich hohe Geschwindigkeit. Aber mal wieder gemeistert. Einmal die Bremse anziehen. Und wir haben es bald geschafft. Wir halten insgesamt noch 4 Mal an. Der Bahnhof hier inbegriffen. Der Ausgang. Na gut. Nicht gerade der schönste, aber Hauptsache ein Ausgang. Auch den Triebwagen schauen wir uns einmal von innen an. Da wir aber weiter müssen, sollten wir nicht zu lange gucken. Na, wir bewegen uns auch schon. Also schnell wieder in den Führerstand. Mal wieder Halt erwarten.
oder zumindest langsam fort. Also ich finde es wirklich interessant, dass hier der S-Bahn-Verkehr noch mit Formsignalen abgeregelt wird oder abgehandelt wird. Nächste Haltestelle, Sülldorf. Ausstieg links. Aber man muss ja auch sagen, im Bereich S-Bahn macht gefühlt jede Stadt, was sie will. Die einen haben ja komplett eigenes Signalsystem. Die anderen fahren noch mit Flügelsignalen. Was sonderlich jetzt nicht weiter schlimm ist, aber schon ein wenig Umdenken erfordert. So, noch ganz kurz richtig positioniert. So. Türen auf. Oh, und wir haben hier scheinbar, ja genau, einen Bahnübergang im Bahnhof. Mit anderen Worten, alle Passagiere, die auf den Bahnsteig möchten, müssen zuerst den Bahnsteig überqueren. Einmal hier von Bahnsteig, ja, gut, ein Bahnsteig ist das hier nicht. Aber müssen auf jeden Fall, um auf Bahnsteig 1 zu kommen, über den BÜ. Die Türen sind geschlossen und wir sollten weiterfahren. Wir haben hier überhaupt keine Zeit, die Stadt zu erkunden, beziehungsweise die Strecke. Eigentlich schade, denn ich zeige ganz gerne die Umgebung. Und hier vorne nochmal ein BÜ. So weit ist es nicht mehr. Streckenkilometer 13.0. Noch zwei Bahnhöfe. Insgesamt 6 Kilometer, die wir noch zu fahren haben. Das werden wir bestimmt schaffen. Und dort vorne das Signal sieht mir doch stark nach dem HV-Signalsystem aus. Ausstieg links. Die Lichtsignale der Deutschen Bundesbahn. Oder ehemaligen Deutschen Bundesbahn. Eines der mit am weitesten verbreiteten Signalsysteme in Deutschland. Auf Platz 1 müsste mittlerweile das KS-Signalsystem sein. Wird ja größtenteils eigentlich verbaut. Naja, zumindest das Vorsignal war HV-Signalsystem. Hier haben wir wieder das eigene Signalsystem der Hamburger S-Bahn. So, Rissen kommt dort vorne.
Einmal anhalten gefälligst. Türchen auf. Oha. Naja, okay. Ja, dazu ist zu sagen, die Strecke ist von Dovetail Games. Also es macht sich vor allen Dingen für die älteren Leute gut. Denn die haben somit nicht mehr das Problem, einen großen Schritt machen zu müssen. Die können direkt hineinlaufen. Tja. S-Bahn Hamburg. Natürlich betrieben von der Deutschen Bahn. So, nächster Bahnhof Enthalt. Nächste Haltestelle, Wedel. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ihre S-Bahn Hamburg sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ausstieg rechts. Ja, und nicht nur die Hamburger S-Bahn verabschiedet sich von den Passagieren. Auch ich verabschiede mich so langsam von den Zuschauern, also von euch. Es hat mir persönlich einen Riesenspaß gemacht und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Das Szenario-Pack gibt es übrigens bei 3D-Zug, Link dazu in der Videobeschreibung. Und die Strecke Hamburg S1 gibt es natürlich im Steam-Shop. Aber auch dazu nochmal ein Link unten in der Videobeschreibung. Ja, Wedel ist natürlich Kopfbahnhof. Okay. Einfahrt und Ausfahrt mit 30 Stundenkilometern. Dann sollten wir mal runterbremsen. So, wir fahren schön langsam ein. So, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen
Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.